Ich finde es gut so, dass ich, soweit es möglich ist, bestimme, was, wann, wie mit meinem Haar passiert. Gar nicht gut die Vorstellung, morgens aufzuwachen und das Kopfkissen mit langen, verknoteten Haarknäueln bedeckt und mich selbst wie ein gerupftes Huhn mit blanken Kopfflächen zwischen Reststrähnen zu sehen. Das wäre wirklich so, denn die Haare fallen ja nicht alle auf einmal aus, sondern hübsch büschelweise. Unregelmäßig, manche schneller, manche langsamer. Gruselig. Nicht mit mir. Haare sind jetzt gerade meine Hauptsache. Ich bevorzuge den kontrollierten Abschied und den macht mir meine Friseurin mit einem sehr hippen Look extrem leicht. 25 Minuten, nachdem ich den Salon betreten habe, bin ich stolze Trägerin einer Kurzhaarfrisur. Juhu! Endlich! So lange schon wollte ich das ausprobieren, nur getraut habe ich mich nie. Bis zu diesem Augenblick des Muts. Aus Gleichmut. Jetzt ist es auch egal. Wie leicht der Kopf wird, wie schnell das Frisieren geht. Und das Waschen erst. Sensation. Freu dich daran, solange es geht. Ein paar Wochen, dann war es das mit Haaren. Und zwar für die nächsten Monate. Ich denke jetzt allerdings erst einmal an den nächsten Montag, meine wöchentliche Sendung in Köln. Da kann ich nicht auf einmal mit Bubikopf auftauchen. Das verwirrt meinen Arbeitgeber und das Publikum gleichermaßen. Der Plan ist bereits gefasst. Ich brauche eine Perücke. Zweithaarstudios, wie die Profis ihre Perückenparadiese taufen, gibt es viele in der Hauptstadt. Ich habe mir eine kleine Liste gemacht mit einer Handvoll Adressen, um Preise und Qualität zu vergleichen. Wie sich zeigen sollte, keine so verkehrte Idee, denn zwischen den Angeboten gibt es kontinentalplattenweite Unterschiede. Nach den ersten beiden Besuchen in Oasen kopfbehaarter Glückseligkeit werden mir zwei Dinge schnell klar. Echthaar soll es sein und billig wird das nicht.